Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lufia The Legend Returns. So, ich habe wieder meinen Mauszeiger im Bild, den will ich jetzt noch entfernen, einen kleinen Moment. Wieso habe ich immer diesen beschissenen Mauszeiger im Bild? Mann, immer vergesse ich das. Ja, kurz bevor wir starten, es gibt ein paar Dinge zu diesem Spiel zu sagen. Punkt Nummer 1. Es ist ewig her, dass ich Lufia aufgenommen habe, deswegen verzeiht es mir, wenn ich ein bisschen suchen muss. Muss ich sowieso, weil es ja blind ist. Allerdings, ich habe das Spiel seit, keine Ahnung, wie lange ist es jetzt her? Gute Frage. Ein paar Monate? Halbes Jahr? Kann ein halbes Jahr her sein, dass ich es gespielt habe. Es gab ein paar Aufnahmeprobleme. Ich hoffe jetzt mal, dass das so klappt. Denn immer wenn ich Lufia aufnehmen wollte, hat auf einmal mein Emulator angefangen zu spinnen und hat Lufia ungefähr nur noch mit, ja, 40%iger Geschwindigkeit abgespielt. Ich habe keine Ahnung, warum er das nur bei Lufia macht. Das macht er nur bei Lufia. Bei keinem anderen Spiel, nur bei Lufia macht er das mittlerweile. Ich habe keine Ahnung, ich konnte das jetzt irgendwie komischerweise umgehen, indem ich mit 60 FPS aufnehme. Fragt's mich nicht, warum. Wenn ich mit 30 FPS aufnehme, hängt sich der komplette Emulator auf. Ich habe keine Ahnung, warum. Wenn ich aber mit mehr Energie aufnehme, mit 60 FPS, was er eigentlich bewirken sollte, dass es dann spinnt, dann geht alles wunderbar. Ich habe keine Ahnung, warum. Soll mir auch scheißegal sein. Fakt ist, es funktioniert alles. Ich bin auch heilfroh, dass das jetzt so klappt. So. Ich schaue mir jetzt mal kurz das Menü an. Ja, ich weiß, es sieht kompliziert aus. Magie verwenden alle, genau, ja, ich komme zurecht. Das waren alte Texte, Rolle, genau, das waren die alten Texte, die ich lernen kann, genau. Eskaliste, ah, das war das, okay. Und das war das, was ich sowieso schon kann. Ah, das war das, okay. Ja, okay, da komme ich auch zurecht. Da komme ich auch zurecht. Okay. Ich muss nur noch das mit den alten Text lernen, aber das konnte ich vorher auch nicht wirklich perfekt. So. Der hat mir gesagt, dass ich Dai retten soll. Die Frage ist, Dai, wo bist du, mein Freund? Wo bist du? Gegner kommen, das ist schön. Stirb! Und jetzt könnte mir mal jemand sagen, Dai, wo bist du? Muss ich hier durch diese Höhle gehen? Ich glaube, ja. Hey, ich bewache diese Tür, also kann ich versichern, dass niemand hier vorbeikam. Deine Mutter kam hier vorbei. Okay, also hier muss ich schon mal nicht an. Okay, hat sich erledigt. So. Gehen wir mal hier lang. Da ist nix. Ja. Spider. Wo muss ich lang? Kann ich... Ja. Ich muss zurück in diese Stadt, wo Fugo ist. Wenn ich mich nicht irre, ist die Stadt doch auch Fugo, oder? Der reiche Bonze hieß doch Fugo, wenn ich mich nicht irre. Hieß die Stadt nicht, glaube ich, auch so? Weil die Stadt gehört ja ihm irgendwie sowas. Ja, das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich sehr scheiße, wenn man so viel Ahnung von dem Spiel hat. Ja! Schön! Oh, da ist ein Turm. Ach, das war der Turm. Ach, hier bin ich jetzt. Ja, es kommen ganz leicht Erinnerungen zurück. Ganz, ganz leicht kommen Erinnerungen zurück. Hier war eine Brücke, genau. Und hier war doch jetzt die Stadt. Ja, die Erinnerungen. Albano, bin ich hier richtig? Ich hoffe es mal. Es kommen ganz, ganz langsam diverse Erinnerungen zurück. Es kommen gewisse Erinnerungen zurück. Nur, bin ich jetzt hier richtig? Albano, Albano, was war hier?
Ja, ich bin hier richtig. Ah, schön, wenn Erinnerungen zurückkommen. Ganz schön, wenn Erinnerungen zurückkommen. Ach, das ist toll. Das ist toll. Ich weiß gar nicht, haben wir uns die Stadt das letzte Mal eigentlich genauer angeschaut? Wie schaut es mit meiner Rüstung eigentlich aus? Wo war das nochmal? Hier. Passt. 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 Was macht Schallring? Macht beweglicher. Mhm. Bessere Treffer. Macht beweglicher, aber den kann nur... Bei ihr bringt der wenig. Was hatten sie eigentlich ausgerüstet? Wo konnte ich das nochmal nachschauen? Nein, nicht bei Position. Hier? Nee. Halt, da stand's doch. Sie hat den Schallring und den Abwehrring. Dadurch ist sie schneller und hat höhere Abwehr. Alles klar. Spike, was hast du ausgerüstet? Ja, tut mir leid, Leute, aber... Ja, schwierig und so. Wutring und Düsenring. Was macht Düsenring? Wird schon irgendwas Gutes sein. Ich vertraue mir einfach mal, dass das so in Ordnung ist, was ich da gemacht habe. Hey ho! Willkommen! Wir haben hier im Albano tolle Angebote. Etwas kaufen. Mhm. Aha, ich könnte die Keule kaufen. Oder die Kristallkugel. Oh, das ist besser, das Teil. Aus dickem Stoff. Okay. Dann ausrüsten. Ja. Wow, ja, hey, um 5 besser. Ausrüsten. Was ist, leichte Robe soll das wahrscheinlich heißen, nehme ich mal an. Ja, 4 besser, hey. Her damit. Ein Dornschild. Ich hoffe, das macht mir keinen Schaden. Das klingt nämlich irgendwie so, als ob, das mir durchgehend Schaden... Wow, das erhöht meinen Angriff. Ja, her damit. Ein Schild, das meinen Angriff erhöht. Da habe ich nichts dagegen. Ha. Geile Scheiße. Oh yeah, Mann. Ich decke mich auf volle Kanne ein. Lederkappe. Ja, erhöht auch nochmal ordentlich. Ausrüstung verkaufen. Jetzt muss ich nur aufpassen. Kampfmesser. Verkaufen. Hartleder verkaufen. Bluse verkaufen. Die kann weg. Das kann weg. So, sie hat eine Glaskugel ausgerüstet. Aber ich glaube, sowas konnte ich hier doch auch kaufen. Konnte ich hier noch irgendwie eine Glaskugel kaufen, die... Kristallkugel. Dann kaufe ich das mal. Ja, das erhöht ihre Intelli-Klugheit. Okay, passt so. Gut, jetzt geht's mal hier schon mal besser. Wie sieht's aus? Muss ich, ja, muss ich. Aber dringend. Inn. Wo ist hier ein Inn? Ich muss pennen. Wo ist hier ein Inn? Aber dringend muss ich. Oh Gott, oh Gott. Hier, Inn. Oh Gott. Ja, bitte. Hui. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass oben bei Fugo ein Boss sein wird. Hab ich jetzt mal die Vermutung. Weil ohne weiteres wird Dai da wahrscheinlich nicht wieder wegkommen. Aber ist ja auch egal erstmal. Was ist das? Ah, eine Kirche, da wollte ich hin. Ich möchte speichern. Und zwar mal auf den Speicherstand hier. Okay. Und dann möchte ich noch mal kurz Magie lernen. Tornado, Elementarmagie, Eis.
Das ist noch interessant für sie, denke ich jetzt mal. Aber das kostet mich 30 LP. Ach so, das kann nur ich lernen. Warum soll ich ihm Magie beibringen? Ist er so intelligent? Naja, nicht wirklich. Lass ich mal, aber ich glaube, ich bringe ihm stark bei. Naja, das lasse ich alles mal noch. Ich will da jetzt nicht zu viel machen und dann irgendwie Kacke machen oder so. Gehen wir mal hier hoch. So, was haben wir hier? Ja, das mit dem, dass es ab und zu mal langsamer ist, das konnte ich immer noch nicht beheben. Überlass das mir, ich bin hier fast fertig. Sehr gut gemacht, ganz. Wobei das nicht am Aufnehmen liegt, das liegt grundsätzlich einfach am Spiel. Was, Herr Dieb, okay. Wurde in das Haus gebracht. Er wird im Keller okay. Weißt du, wie man in den Keller kommt? Keine Ahnung, aber er sagt mir nicht, in den Raum mit den vielen Büchern zu gehen. Ich habe jetzt irgendwie nur die Hälfte davon verstanden, aber was ich verstanden habe, ich muss in den Raum mit den vielen Büchern gehen. Also hierher. Dieses Buch ist komisch. Ah, das ist es. Bin ich jetzt im Keller? Krabbeltod. Das klingt so nach Tod. Komm, der war lustig, kommt's. Der war lustig. Krabbeltod. Wirksam. Ach, das ist ein Schwert. Ja, nochmal 5 besser. Nehme ich gerne. Geile Scheiße. Und ein besseres Schwert haben wir jetzt auch. Sehr gut. Das sieht mir sehr nach Keller aus. Okay. Sein Keller ist ein Dungeon. Was macht T? Ist klar, sein Keller ist ein Dungeon. Mhm. Eine besondere Art von Tee. Sehr informativ. Komm mal her, du da. Geister. Ein Irrlicht. Im Keller. Ist klar. Aha. Spieleentwickler, was habt ihr genommen? Dass der ein Dungeon in seinem Keller hat. Okay, da hat man kurz meine Verteidigung ungefähr auf 0 gesetzt. Ich konnte ja noch hier, das hier. Ja, das bringt aber beides nichts. Die muss mal was Gescheites lernen. Von diesen, super Spezialattacken von der. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die genannt habe oder wie die hieß. Ich glaube, Zornleiste habe ich sie doch genannt, oder? Wutleiste, irgendwie so ein Kack. Weil sie sich erfüllt, wenn ich... Ach, keiner. Ach, du Scheiße, wie viele werden es noch? Ach, du meine Scheiße. Das wären ja nicht mehr weniger. Hä? Was zum... Hä? Ich komme gerade nicht mehr klar. Jetzt halt. Geht Schnitt auf alle? Nein, leider nicht. Kopfnuss geht auch nur auf einen. Ja, dann will ich mal, dass es schnell vorbeigeht. Nein, nicht kochen. Erste Hilfe. Und zwar machst du das mal auf dich selbst. Ach halt, erste Hilfe ging ja dann auch auf ihn. Genau, weil er neben mir war. Genau, da war was. Ja... Wird dieser Kampf jemals ein Ende finden? Das und noch mehr erfahrt ihr im nächsten Part. Nein, nicht ganz. Okay. Ja. Dem ist so.
dem ist so. Es werden nicht weniger. Okay. Die erste ist tot. Es werden nicht weniger Geister. Habe ich irgendwie so dieses ungute Gefühl. Es werden nicht weniger. Machen wir nochmal Schnitter. Zack. Ey, das ist Wahnsinn. Ja, setz meine Verteidigung auf null, genau so. Ich hab das Gefühl, ja, blenden. Schön. Aha. Komm, stirb. Geh kaputt. Ja, der Kampf ist gewonnen. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh, leck mich doch am Arsch. Ich glaube, das war hier nicht so, dass Zin jetzt wieder ein KP hat, oder? Doch! Oh, schön, schön. Sehr schön. Verwenden. MP ein wenig. Heiltrank. Halt HP ein wenig. So. Ja, dann gehen wir jetzt doch wieder runter. Ach stimmt, das war ja hier so, dass sich die Dungeons jedes Mal verändern. Ist das jetzt gut? Okay, ich bin eine Ebene nach unten. Habe ich da doch Schaden genommen? Allen Anschein nach nicht. So. Dann schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Hallo Fledermaus. Zack. Wunderbar. Ja, schön. Schön, Sina. So will ich das sehen. So, Geister. Nein, keine Geister. Ich will mich hier erstmal umschauen, ob hier irgendwo ein alter Text ist. Und Items und so ein Scheiß. Heiltrank, ja, da freue ich mich. Okay, da ist nix. Das ist das Schöne an dem Spiel. Man kann den Gegnern eigentlich immer ausweichen. Es sei denn, man ist ich. Bei dir habe ich irgendwas in Erinnerung gehabt, dass du mich vergiftest. Du gehst mal ganz schnell weg, bitte. Danke. Sollten wir mal ein bisschen genauer anschauen, was die Gegner hier so geben. Ob es sich lohnt, dass ich die ganzen besiege. So, was gibt denn so eine einzelne Fledermaus? 2 LP. Achso, jetzt, ja, genau. 5 Erfahrungspunkte, 2 LP. Jetzt habe ich 433 LP. Jetzt komme ich wieder rein, alles klar. Ja, ich komme langsam wieder in das Spiel rein. So langsam aber sicher. Alten Text Spurt gefunden. Kann ich den eigentlich aktivieren? Rolle. Spurt, was macht denn eigentlich? Schnellangriff, Schaden ist gleich SPD. Erhöht Magiepunkte. Kann er nicht lernen anscheinend. Erhöht die Magiepunkte. Kann sie lernen? Spurt. Hä? Kann keiner lernen oder was? Ach so, jetzt kapiere ich erst. Ja, Spurt geht jetzt, kann keiner lernen. Und Heiliger Schlag kann ich nicht, weil ich dafür 7 auf Grün brauche. Kann ich das irgendwie tricksen? Nee, da hatte ja jeder sein eigenes. Ah, ich hab Spike weggemacht. Tu ihn wieder her. Spike, bist du wieder da? Ja, du bist wieder da.
Da hatte doch jeder sein eigenes, oder? Ja, genau. Er hatte rot, sie hatte blau und... Ja, okay, okay. Okay. Ich komme langsam wieder in das Spiel rein. Sehr schön. Habe ich eigentlich auch eine Karte oder sowas? Tatsächlich. Eine sehr hochprofessionelle Karte.